So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein kleines Video zu Smite mal wieder. Heute ist ja auch der neue Patch rausgekommen mit Skadi. Es gab jetzt auch gerade schon Probleme beim Zocken. Ich werde dann auf jeden Fall nochmal antesten, was es so drauf hat. Aber der eigentliche Grund ist jetzt, wir haben unseren Clan-Ehre, also wir haben unseren Clan hochgelevelt quasi, dass wir jetzt eben auch den Clan-Shop nutzen können. Und ja, da habe ich gedacht, ich lasse mir jetzt hier mal drei von den Kisten raus. Kriegt man ein paar richtig fette Skins, unter anderem also eben diese Clan-Skins, die kommen richtig fett. Und ja, da fangen wir jetzt mal an. Und den ersten mit, also den kauft man mit Privatehre, wenn ihr das seht, auf Liste, ne, warte wo, Hauptseite ist persönliche Ehre braucht ihr 3210, davon kauft ihr dann quasi die Sachen aus dem Clan-Shop. So, hier steht es auch nochmal. Freischalten, hier Ehre verwenden. Lucky Skin, ganz nice, aber nicht ganz so fett. Also der Easy Skin wäre fett. Ich weiß gar nicht, ob man noch den Tor kriegt, man glaube ich erst später dann. Öffnen wir noch eine zweite. Chuck Skin. Ist ja auch okay, wobei ich bei Chuck schon den einen habe, den nicht Freddy, Michael Myers Skin. Deswegen ist es eigentlich schade. Dann öffnen wir noch den letzten. Und den Sylvanus Skin. Sylvanus habe ich noch keinen Skin, den wollte ich mir immer angucken. Von dem her ist es ganz okay. Und ja, ich habe 4 von 5 Items. Also es gibt dann hier nur noch diese Neve, Shelmish. So, jetzt müsste ich mal gucken, muss ich den jetzt hier nochmal freischalten oder kann ich jetzt schon die nächsten? Oder müssen wir da wieder mit... Ah, wir müssen hier wieder mit dem Clan ableveln, um die nächsthöhere Stufe quasi in dem Clan-Shop zu bekommen. Also die nächste Truhe. Man muss, glaube ich, drei mindestens aus der ersten Kiste öffnen, um überhaupt dann an die zweite Kiste zu kommen. Ja, gucken wir mal. Kriegt man relativ schnell, glaube ich, hin. Das Ableveln und so. Und jetzt ist noch Season Ticket 2016 gekommen. Das wollte ich mir jetzt auch gleich noch holen. Und da hole ich mich. Ich habe erst überlegt, ob ich mir das teure holen soll. Da ist ja quasi 1000 Fantasiepunkte schon inbegriffen. Das heißt, zum Beispiel der Ra-Skin wäre schon sofort freischaltbar, aber ich denke, man kann das schaffen. Man kriegt pro Spiel dann eben von diesen Fantasy-Punkten und eben auf den Wetten. Also wenn man auf die Spiele wettet und gewinnt, kriegt man auch noch Fantasy-Punkte. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass es mit 450 Juwelen funktioniert. Da kriegt man auch diesen Bellona-God-Skin direkt. Finde ich auch nice, den werde ich auf jeden Fall gleich mal anschauen. Bellona habe ich schon ab und zu mal gespielt. So, hier, das wäre der hier. Hallo. Ja, ist finde ich ganz nice. Den hatte ich jetzt die ganze Zeit schon. Feiere ich eigentlich auch extrem. Aber der ist auch relativ cool. Ja. Und ja, wenn ihr Erfahrungen habt, also ich persönlich kenne mich da gar nicht aus bei den Spielen, wer wo was gewinnt. Hier kriegt man ab 1000 Punkte, kriegt man den Ra-Skin und kann sich hier dann auch noch Drohnen und allen möglichen Zeug freischalten. Von dem her wäre es vielleicht gar nicht so uninteressant gewesen, die 1000 Punkte schon zu haben. Aber ist jetzt egal. Wenn ihr da vom Tippen quasi Ahnung habt oder so, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer euer Favorit ist, auf wen ihr als erstes tippt und alles. Würde mich mal interessieren, oder wo ihr die Spiele anguckt oder wie ihr da vorgeht. Würde mich echt interessieren, weil ich möchte auch gern drauf wetten und das ist natürlich auch möglich erfolgreich. Aber ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wer jetzt wirklich gut ist oder wer nicht oder wie das ganz genau funktioniert. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt. So, dann will ich es jetzt gar nicht viel länger machen. Gebt einen Daumen hoch für das Video, wenn ihr mehr sehen wollt. Würde mich riesig freuen. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.